Hallihallo, Höllenschreine, Höllenschreine. Und ich möchte wieder mit Sylvanas antreten. Oh, nee, Mist. Also Höllenschreine mit Sylvanas ist wohl das Beste, was man machen kann. Das Problem ist nur, ich bin jetzt als Letzter dran. Und in der Zeit wird wahrscheinlich einer Sylvanas nehmen, wenn ich denn dann das richtig vermute, weil das Überspringende ist natürlich genial dafür. So. Okay. Jetzt nur noch Internet aus. Kaltas oder Liming? Ja, gute Entscheidung. Ich hoffe einfach, dass keiner Sylvanas nimmt. I heed the voice of Elun. Drenate, damit hätten sie ihren Healer schon mal weg. Mit Lili hätten wir unseren. Let's fly. Victory for the Forsaken. Ich wusste es. Ich wusste es. Zum Glück habe ich einen zum Switchen. Und Asmodan kommt auch noch dazu. Oder nee. Weiß nicht genau. Liming, Kaltas. Hoffentlich blocken sie jetzt nicht Nocebo weg. Das wäre ein bisschen blöd. Dann hätte ich nämlich keinen Spezialisten mehr. Tja. Na komm, jetzt bann mal. Zeratul. Okay. Den Assassinen haben sie rausgebannt. Kann man machen. Ja, man mach's einfach und gut ist. So. Noch einen Spezialisten werden sie ja wohl kaum nehmen. Da wird es zu viele Diskussionen drüber geben. Würde ich mal tippen. Wobei ein Sylvanas und Nocebo als Kombi auch ganz geil sind. Die marschieren überall durch. Mit Unterstützung eben. Dann bräuchte man Sylvanas alleine und ich mit einem Unterstützer würde schon ganz gut hinhauen. I stand ready. Mit Valla. Ich meine, eine Sekunde gebraucht. Aber die erste Sekunde muss natürlich angezeigt werden. Vom Zeitabklang, wie auch immer, Zeitablauf, wie auch immer. Nur Rookies und hier sind zwei Silberne drin. Das heißt, die haben bestimmt zwei Spiele in Folge gewonnen. Oder einige von denen. Ich hoffe mal, dass das jetzt endet. Aber ich muss. Diesmal hängt es dann nicht unbedingt am Specialist, aber auch an mir, dass wir hier gewinnen. Weil ich ziemlich viel Allgemeinschaden anrichten kann. Ja. Es wird wieder warm im Zimmer. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt nach der Kälte der letzten Tage. Nach der Kälte in den letzten Tagen. So rum. Ja. Another Nephilim. I suppose the minions of hell have grown stronger. Let us hope it is not so. 10% zusätzlichen Schaden. Naja, wieder so. The spirits whisper agreement. The battle begins in 10 seconds. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja,
als Specialist normalerweise nicht zwingend notwendig, aber. We cannot tarry without hesitation. Ich bleib erstmal ein wenig unsichtbar hier drüben. Tyranate ist unten. Sieht man den Vogel? Oh, nichts an Gegnern. Das hätte ich eigentlich erwartet. Hauen wir mal den ersten Schaden raus. So im Allgemeinen. Also, warum ist Tyranate jetzt hier? Yes. Ich hab's tatsächlich geschafft, sie anzufangen. Also. Ah, das war vielleicht ein kleiner Fail. So, jetzt mal sehen. Ah ne, sie sind alle gegengesprungen. Okay. The first shrine will be active soon. Jetzt habe ich wenige Sekunden noch, um loszumarschieren. Aber ohne Heilung meiner Mana Points wäre es ziemlich schwachsinnig. Activate the shrine. Defeat its guardians, and the Punisher will be ours. Ja, weniger gerechnet. Alles klar. Aber
Wir haben ja eine richtig gute Runde gespielt gerade. Ah, ich sollte vielleicht... Sylvanas war gefangen. Ja. Ich war nicht ganz so schlecht. Aber war das auch da? So. Definitiv die Dauer. Demnach erhöht sich auch der Schaden von der ganzen Nummer. Und das ist ja wohl ganz wichtig. Nicht ganz wichtig, aber schon unwichtig. So war ein Gedanke, würde ich mal sagen. Jetzt bin ich natürlich wieder hingelaufen. Eine ganze Weile an. Gut. Muss ich ja gehen. Oh ja. So, defeat the Shrine's Guardians and let loose the Punisher upon our foe. Hey, schön, dass wir das schon haben. Das muss ich echt mal. Okay. Das ist doch nicht schlecht. Yes. Oh, Jaina hat's erwischt. I must pull back. Schaden pro Sekunde. Ha, ich nehme lieber den Koloss als Beschützer noch für mich. Without hesitation. Als Beschützer für mich. Also Forster hat jetzt mehr Schaden als meine Wenigkeit gemacht. Ja, gutes Jahr. So, in die Mitte. Als ob ich das nicht könnte. Ach, warum schon auf? Das musst du mir doch nicht mehr abnehmen. Das bist du nicht. Keep up the fight. Okay. Das sollten wir recht gut hinkriegen können. Nehmen wir uns erstmal mit Turm hier. Wow. Oder auch nicht.
Verdammt. Verdammt. Ja, ich werde kurz nach dem... der Tour, nachdem sie es aktiviert haben, ankommen. Verdammt. Sonderlich weit, aber sie tun es immerhin. Alles klar. Erscheinen die Helden. Die anderen versuchen erzeugen gleichen Spinnen. Nicht über die springenden Spinnen. Die machen im Endeffekt mehr Schaden. Okay. Das ergibt nicht von dem, weil er hat ihn ja schon gerade eben gesehen.
Das ist wirklich erstaunlicherweise zu finden. Was ist das mal hier erleben? Man sei zwar allesamt verhindert oder wie auch immer. Das ist ja nicht schlimm. Der Arcane war immer so ein bisschen sprunghaft, wenn die Gegner in der Nähe waren. Immer mal schön aufpassen. Steht der falsche Moment? So. Nee, Moment. So. Nein. Ach was, wenn sie sich mal eine Spinne schicken. Vierfach Kill. Geile Nummer. Schön. Schauen wir mal schnell fürs kleine Tor. Das können wir doch. Silence ist mir doch wurscht. Ah, ich krieg Unterstützung und das auch noch von dem Punisher. Ich weiß nicht, ich krieg das jetzt. Ja, komm schon, beweg dich. Ja, jetzt nicht so optimal, aber. Warte, der lebt immer noch. Ja. Ob er sich einfach in der Base heilt? Der ist ja noch. Ah, jetzt machen sie gerade die Base fertig. Ja, sollen sie mal.
getäuscht. Ich habe schöne Werte und das ist doch alles, was zählt. Mal sehen, wer jetzt angezeigt wird. Ob jetzt Nacebo angezeigt wird oder Tyrell. Je nachdem. Habe ich jetzt mit beiden einen Sieg, oder? So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, oh, schade, nur 138. Zwei Siege, aber naja, gut. Was soll's? Jetzt noch zwei Spiele mit einem StarCraft. Moment, da kann man ja schnell StarCraft mal gucken. Habe ich nicht. Ja, die aber schon. Ha. Gut. Dann, wenn ich oben bin, mit vielleicht mit Morales. Mal sehen.